B1.0, der Punkt M ist Mittelpunkt der Strecke AB und des Kreisbogens BA. Die Punkte P, Q und R liegen auf dem Kreisbogen BA und bilden zusammen mit dem Punkt M das Drachenviereck MPQR und die Symmetrieachse MQ, siehe Skizze. Es gilt, AM sind 4, Winkel QMA sind 90 Grad und Winkel PMA sind 100 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1 zeichnen Sie die Strecke AB und den Kreisbogen BA sowie das Drachenviereck MPQR. Also, wie fangen wir an? Markieren wir erstmal alles, was gegeben ist. Was wissen wir alles? Wir haben eine Symmetrieachse drin, nämlich die MQ. Ja, das ist da hier, also hier achsensymmetrisch durch. Und ja, dann haben wir hier noch stehen, AM sind 4 cm, QMA sind 90 Grad und PMR sind 100 Grad. Also das brauchen wir irgendwie alles. Können wir noch eine Skizze markieren, AM sind 4, durch die Achsensymmetrie wissen wir auch, MB sind 4 cm, damit ist auch MR 4 cm, damit ist auch QM 4 cm und auch MP 4 cm. Warum? Die liegen ja alles hier auf einem Halbkreis hier drauf. Also es ist nichts anderes als der Radius, was da immer wieder eingezeichnet ist. Die kennen wir also sofort. Was hat man? QMA. QMA, das der hier, das ist 90 Grad, also ein rechter Winkel drin. Und noch PMR sind 100 Grad. PMR, das ist der da. So, 100 Grad. Damit habe ich jetzt alle Eigenschaften eingezeichnet. Jetzt können wir ans Zeichnen gehen. Das Zeichnen ist leider auf dem Tablet immer etwas blöd, weil man sieht es natürlich das Geodreieck nicht. Ich mache jetzt hier mal meinen Punkt M, von dem starte ich aus. Und jetzt von M nach A sind es 4 cm, das heißt, ich zeichne 4 cm nach links. Und ich zeichne 4 cm nach rechts. Und dann ist da mein Punkt B. So, im Normalfall würde ich jetzt meinen Zirkel nehmen, Kreis um M mit Radius 4 cm und dann kriege ich so ein Ding rein. Das gibt es auf dem Tablet natürlich nicht so schön. Ich versuche es trotzdem ein bisschen zu tricksen, um diesen Kreis möglichst schön zu machen. Also sieht der Kreis ungefähr ja. Man kann es erkennen, ein paar Dellen sind drin. Ja, passt doch. Ja, also als Skizze geht's durch. So, Skizze. Dann ist es okay. Also hier oben haben wir den Punkt Q. Weiter geht's. Das soll ein Q sein. Und jetzt brauchen wir natürlich den Punkt R und Punkt P. Was wir einzeichnen können, ist die Strecke QM. Weil mit der müssen wir gleich noch ein bisschen was machen. So, hier ist mein B. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch P und R. Wir wissen, QM ist eine Achsensymmetrie, eine Symmetrieachse. Das heißt, ich kann was rüberspiegeln. Und dadurch kann ich jetzt wie folgt vorgehen. Ich habe hier diesen Winkel PMR drin, der ist 100 Grad. Da ich eine Achsensymmetrie habe, kann ich sagen, dass hier so eine Winkelhalbierende mit drin. Ja, also QM ist die Winkelhalbierende, damit ist der Winkel PMQ 50 Grad, also genau halb so groß. Da kann ich jetzt wieder mein Geodreieck anlegen, beziehungsweise hier kann ich tatsächlich auch noch das Lineal benutzen. So, der komplette Winkel ist ja 90 Grad groß. Wenn er von P nach von PMQ 50 Grad groß sind, dann bleiben hierfür, ich fahre das Dreieck nochmal weg, hier für diesen Winkel bleiben dann noch 40 Grad übrig, weil der komplette ist ja 90. So, mein Lineal kann ich jetzt also auf 40 Grad stellen. So, zeichne ich es ein, dann kriege ich hier meinen Punkt P. Und das sind jetzt hier die 50 Grad, die übrig bleiben. Das mache ich auf dem anderen Teil genauso, auf der anderen Seite genauso. So. Und dann habe ich hier meinen Punkt Q. Ja, muss ich am Schluss noch verbinden. Habe ich ebenfalls meinen 50 Grad Winkel drin. Und ich glaube, das war jetzt alles, was man machen musste. Zeichnen die Strecke AB, Hammer, Kreisbogen BA, Hammer, Drachenviereck MPQR, MPQR. Ah, da ist ein Fehler, das ist nicht Q, sondern das ist natürlich Punkt R. Haben wir auch gezeichnet.
Passt also alles soweit.